Werte Fleischsäcke, Aliens und Androiden, voller Stolz präsentiere ich Ihnen Space Base Datopia. Es wird atemberaubend. Du bist atemberaubend! Helfen Sie uns, Commander! Commander, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Willkommen auf der Space Base Datopia, einem donutförmigen Ort des Friedens und der Gemeinschaft. Organische Zellhaufen finden hier einen Platz zum Leben, Arbeiten und Entspannen. Wie Gary hier. Hallo Gary. Auf drei einzigartigen Decks erfüllen wir weitgereisten Weltraumkapitänen jeden Wunsch. Egal ob es um Komfort oder Nervenkitzel geht, Space Base Datopia ist immer die erste Wahl. Um Startopia als das Paradies zu erhalten, welches es ist, sind jederzeit unermüdliche Fuzzer-Droiden im Einsatz. Hin und wieder kann es zu Problemen kommen. Immerhin ist auch eine Utopie nicht perfekt. Aber ich garantiere Ihnen, dass genetische Anomalien und kleinere Duplikationsfehler völlig im vertretbaren Rahmen für eine KI wie mich sind. Sie können darauf vertrauen, dass ich mich gut um Sie und die anderen kümmern werde. Außer Gary. Den konnte ich noch nie leiden. Worauf warten Sie, Commander? Die Space Base Datopia schläft nicht. Ach, bevor Sie auspacken. Kann ich Ihre gültige Bordkarte sehen? Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einem neuen Spiel. Star Space Datopia. Oh mein Gott, das ist schon so ein kleiner Zungenbrecher, oder? Ein Space Base Datopia, ein Strategieaufbauspiel, würde ich sagen. Und das Ganze versucht mit so einem kleinen bisschen Witz das aufzulockern. Und zwar steuern wir hier so, beziehungsweise leiten wir eine Space Base, also eine große donutförmige Raumstation. Und in dieser Raumstation müssen wir ja die Bedürfnisse der verschiedenen Aliens befriedigen. Ein bisschen Kampf ist auch dabei. Aber im Endeffekt ist es sowas ähnliches wie Theme Park, kann man sagen. Theme Park, wenn ihr das noch kennt, wo man einen Vergnügungspark errichten sollte. So in die Art, muss man sich das vorstellen. Wir gehen direkt mal rein. Ich habe das Tutorial schon gemacht. Wenn ihr wollt, lade ich euch das Tutorial nochmal hoch, was ich gespielt habe, bevor ich das Spiel gestartet habe. Bloß ich würde jetzt einfach mal der Kampagne starten, weil ich das Tutorial doch sehr lang ist. Also ich glaube, um die 6 Tutorial-Missionen zu machen, brauchte ich so 1,5 Stunden ungefähr. War auch nicht immer ganz so schlüssig alles, was ich genau da machen musste ab und zu, weil die Steuerung ist doch ein bisschen komplex. Zu Beginn wird man ein bisschen erschlagen, finde ich, aber es geht eigentlich relativ schnell so über, wo was ist. Im Laufe des Spiels werde ich euch mal darauf hinweisen, was mir so gefällt und was mir nicht gefällt, aber wir schauen mal rein und vielleicht wird es ja sogar eine Let's Play-Reihe, wenn ihr darauf Lust habt. So, wir starten mal die Kampagne. So, wir können auswählen, was wir wollen. Ja, Kadett, Commander oder Admiral. Energiebonus für benutzte Räume, 50%. Energiebonus für freigeschaltete, 20%. Startfusis haben wir 2. Also, wir könnten natürlich... Was sollen wir dann wählen, ist die Frage. Das ist natürlich das Leichteste hier, das Mittlerste, das Schwerste. Diese Fuzzies, die ihr da seht, das sind halt diese Baudroiden, die man zu Beginn hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit Commander an, oder? Ich glaube, Kadett ist einfach zu easy, oder? Oder sollen wir doch lieber mit dem Leichten anfangen? So viel Unterschied ist ja eigentlich gar nicht. Wir fangen mal mit dem hier an, würde ich sagen. Huch, bin ich rausgegangen. Das ist natürlich dumm. So, wir wählen das hier oben aus. Und dann gehen wir auf Bestätigen. Mit einem Intro vielleicht sogar. Alles begann mit einem Missverständnis. Als die Flotte der Telgorianer das erste Mal auf eine Vertreterin der Neophytischen Allianz trafen, schickten sie als Standardgruß ein Bouquet der schönsten einheimischen Blumen. Das Problem an der Sache, die äußerst naturverbundenen Dryaden fassten einen Strauß toter Blumen als Kriegserklärung auf. Dieses Zusammentreffen markierte den Beginn des ersten großen Interspezies-Konfliktes Almabarit-Quadranten. Er zog sich über etwa 400 Jahre.
Da die meisten Völker in dieser Zeit noch keinen Zugriff auf FTL-Technologie hatten und ihre Waffentechnologie gemeinhin eher als primitiv angesehen werden kann, begrenzte sich die kriegerische Auseinandersetzung oftmals auf Drohungen, verbale Entgleisungen und verbotenes Müllabwerfen. Mit der Produktion des vom RFS-Konsortium entwickelten Universalübersetzers konnte der Konflikt beigelegt und Friedensgespräche eingeleitet werden. Auch weitere Konfliktpotenziale, wie etwa das große Delfin-Barbecue der Eureka. Entschuldigung, Delfin-Barbecue ist ziemlich geil. Die gigantischen Weltraumlautsprecher der Celebrama und andere Nichtigkeiten sind dadurch schon zu Beginn im Keim erstickt worden. Soweit zur Geschichte, Rekut. Kehren wir zurück zu ihrer eigentlichen Aufgabe hier im Tire-Test-Labor des RFS-Konsortiums. Dieses Labor ist nicht nur dafür gedacht, eine hochentwickelte künstliche Intelligenz namens Val zu beherbergen, das bin ich, sollten Sie es in den letzten Minuten bereits wieder vergessen haben, wie mein Hirnscan vermuten lässt, sondern zeichnet sich auch für das Startopia-Projekt zuständig. Okay. Das Ziel von Startopia ist es, für alle Alien-Spezies gemeinsam nutzbare, vielseitig einsetzbare Weltraumbasen als Orte der Begegnung und des Austauschs zu erschaffen. Und natürlich eine riesige Menge an Energie zu verdienen, um die übertriebenen Gehälter des RFS-Vorstands zu erwirtschaften. Natürlich. Rekut, Sie wurden ausgewählt, um im Startopia-Basis-Simulator, kurz SBS, die nötigen Kenntnisse zu erwerben, um eine solche Startopia-Basis zu leiten. Zuvor müssen Sie jedoch das Motivationstraining von RFS für Führungskräfte durchlaufen. Okay. Sie schaffen das. Sie sind der geborene Anführer. Wir glauben an Sie. Fanfaren, Gratulation. Sie haben den Lehrgang zum Commander abgeschlossen und sind nunmehr berechtigt, sich am Simulator der Abschlussprüfung zu stellen. Viel Glück, Commander. Willkommen in Ihrem ersten Testszenario, Command R. Ich bin sehr gespannt, wie Sie damit zurechtkommen werden. Diese Simulation umfasst eine Startopia-Basis, die den Müllplaneten Saka umkreist. Eine, ich zitiere aus der universalen Datenbank, widerwärtige Kloake, die ihr verdientes Ende in einem schwarzen Loch finden sollte. Das Ziel dieses Szenarios ist es, Energie durch Recycling von Müll zu gewinnen. Es sind nur wenige Basisgebäude verfügbar, ebenso ist der Platz begrenzt. Sie werden hauptsächlich oder genauer ausschließlich mit Telga und Bugs in Berührung kommen. Rechnen Sie damit, dass die Besucher besonders viel Müll herumliegen lassen werden. Ich glaube, weitere Einzelheiten erübrigen sich. Es ist den Angaben des Szenarios zufolge unmöglich, zu versagen. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass mich Kohlenstofflebensformen in dieser Hinsicht immer wieder überrascht haben. Nun denn, Commander, legen Sie los. Wie eine alte gononische Volksweisheit sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Wuschquanteng. Eine alte Handwerkskunst, bei der Ziegel aus den eigenen Exkrementen geformt werden. Oh, wie lecker. Na, wenn man scheiße Gold machen kann. Warum nicht? So, wir gehen mal rein. Bereit sind wir. Initiere Begrüßungsprotokoll. Willkommen, Commander. Ich bin zuversichtlich, dass auch eine kohlenstoffbasierte Lebensform mit den sehr übersichtlichen Parametern dieses Szenarios klarkommen wird. Letztlich geht es nur darum, Müll zu sammeln. Ein nur eingeschränkt funktionstüchtiger Fuzzy hat dieses Szenario zuvor in weniger als 20 Minuten gelöst. Nur keinen Druck aufbauen. Ich gehe also davon aus, dass Sie es innerhalb von einigen Stunden auch absolvieren können. Evaluierung des Testsubjekts gestartet. Okay, sie geht davon aus... Beginnen Sie mit der Ausführung. Machen wir. Sie geht davon aus, dass Sie halt dumm sind. So, das ist der Hangar, wo wir mal drin sind, beziehungsweise das ist schon ein Raum. Hier hinter, dahinter befindet sich noch ein Raum. Und auch in diese Richtung kann man noch einen Raum bauen. Oben links sieht man die Karte. Ihr könnt ja sehen, das Ganze ist ja wie so ein Kreis geformt. Das hellblaue ist das, was wir hier gerade haben. Das ist dieser Raum. Wir könnten das jetzt öffnen, das Shot, für 10.000 steht hier. Machen wir jetzt aber nicht. Denn ich sehe, hier liegt über Müll rum. Das heißt, wir brauchen so einen Müllbot. Und die können wir ja eigentlich bauen, indem wir ins Baumenü gehen. Das Baumenü rufen wir mit LY auf. Tschuk, kann man oben links sehen. Und dann kann man sehen, hier gibt es verschiedene Sachen. Aber ich glaube, wir brauchen vielleicht, na wohl, noch laden wir keinen, wir sollen nur Müll entsorgen. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal einen Müllbot auf. Den stellen wir mal hier hin. Und hier so. Den können die Fuzzys nämlich auch bauen für uns. So. Da geht jetzt ein Fuzzy hin. Seht ihr die beiden da? Die eiern jetzt da hin und bauen den. Aber damit das Ganze funktioniert, brauchen wir ja auch eine Recyclingstation, die das Ganze recycelt, den ganzen Müll. Gut, die bauen wir auch mit LY. Commander, Sie haben eben erfolgreich einen ersten Müllbotter errichten lassen. Ein Ding, das man versucht mit Sachen zu befüllen, das allerdings viel zu schnell seinen maximalen Füllstand erreicht hat. Genau. Moment, sprechen wir gerade über Sie und Ihre Ausbildung? Verzeihung, mein Routine-Smalltalk-Subprozessor scheint festzustecken. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir noch das
Das ist eine Fusilladestation. Haben wir ja eine Fusilladestation. Brauche ich das? Da ist eine Recyclingstation. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und den müssen wir gucken, ob wir einen schönen Platz für haben. Die stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Hier. So. Die wird auch gebaut. Wir sehen, haben wir noch genug Energie da oben, wie man sieht. Trotzdem haben unsere Fuzzies nicht unendlich Energie. Also man kann da raufgehen. Man kann die auch anpeilen. Mit Y kann man da raufgehen. Sieht man. Ja. Man könnte den aufrüsten, das wollen wir jetzt gar nicht. Aber Excellent, Commander. Sie haben es geschafft, ein Recycling-Center aufbauen zu lassen. Erinnern Sie sich noch an den halb funktionstüchtigen Fuzzy, von dem ich eingangs erzählt habe? Nun, er hat in der von Ihnen verbrauchten Zeit bereits alle weiteren Testszenarien absolviert. Aber ich denke, der Vergleich ist schwierig. Schließlich ist er nur eingeschränkt funktionstüchtig und Sie. Oh. Für die erfolgreiche Absolvierung dieses Testszenarios ist es nun noch vonnöten, die Funktionsweise des Recyclers voll auszunutzen. Ich gehe davon aus, dass Sie damit keine Probleme haben werden, Commander. Mit Müll kennen Sie sich ja aus, wenn ich Ihre Social-Media-Konten kurz überfliege. Alter, was ist das? Also die distern ja aber ganz schön hier die ganze Zeit, ne? Also nicht, dass sie uns eigentlich die ganze Zeit fertig macht. Das ist ja echt wie so ein, ich komme mir vor wie auf so einen Präsentierteller für sie, dass sie mich da komplett macht, mir platt macht. So, also ich glaube, ein Müllbot, da rennen die halt immer hin und packen den Müll rein, ne? Da sieht man, da ist nichts drin. So, unten rechts kann man sehen, ist gerade was aufgeblinkt. Das bedeutet, wir haben eine Nachricht bekommen, können wir reingehen. Müllbotter fressen zu 50% eingeworfenen Müll, was einem Recycling gleichkommt. Müllbotter, 5% Chance beim Erreichen der Verfassung. Müllbotter fressen 100%. Müllbotter Chance von 300% beim Erreichen des Verfassung, sich für 30 Sekunden um 10% schnell zu bewegen. Achso, wir können ihn modifizieren, dann machen wir das zweite hier. Eine äußerst Commander, ohne angeheuerte Träger wird Ihre Recycling-Station nicht arbeiten. Ja, ja, ich weiß. Bitte versuchen Sie, ein Mindestmaß an Kompetenz an den Tag zu legen und holen Sie dies nach. Die ist echt schon mal scheiße, die Tante, oder? Achso, ich wollte euch die Nachricht unten zeigen. Unten rechts kann man sehen, es ist so ein Alien-Kopf und zwei leere Alien-Kopf. Das bedeutet, dass wir die anheuern müssen. Das ist unsere Aufgabe wahrscheinlich. Ich kann da jetzt auch reingehen und das mit angucken. Das ist jetzt lila, dann kann ich es angucken. Steht da, müssen Sie machen. Gut. Wir gehen zur Recycling-Station, das ist die hier. Und drücken Y und gehen da rein. Und können dann da anheuern. Dass ich die auch anheuern. Klicken wir drauf. Wir brauchen die Telgors. Das sind die hier. Gehe ich da rüber. Och, Mist, ist hier rausgegangen. Entschuldigung. Nochmal. Anheuern. Und dann gehen wir da rein. Und sagen jetzt erstmal, wir brauchen wahrscheinlich drei Stück erstmal. Ne? Das sind Telgors. Zack. 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 So. Mehr einfach. Ich kann auch anheuern, wenn ich will. Und hier nehmen wir auch noch. Theoretisch können wir 7 haben wir ja da. Und den 7 nehmen wir dann auch noch mit, oder? Ja. Gut. So, die müssen natürlich da rein, das Ganze machen. Und wie man sieht, passiert auch noch gar nichts, weil ja eben noch kein Müll da drin ist, ne? Das heißt, da muss ja noch Müll reingebracht werden. Und der Müll liegt ja hier überall rum. Aber um Müll zu bekommen, müssen wir natürlich auch Leute haben, die Müll produzieren. Die müssen wir dann irgendwie ja hierher holen. Wir gehen mal eine Etage höher. Können wir noch gar nicht, stimmt. So. Was steht denn unten rechts nochmal? Die Mitte war da einiges an Müll auf ihrer Station angesammelt. Herumliegender Müll sorgt für schlechte Stimmung bei Aliens. Kann Aliens krank machen. Bringt Ungeziefer vor, dass Aliens noch kränker machen. Zu beheben bietet sich Folgendes an. Sammeln Sie Müll selbst ein. Halten Sie A gedrückt, um großes Müll einzusammeln. Warum kaufen Sie mehr Fuzzies? Diese sammeln Müll ein. Allerdings haben Sie auch noch weitere Aufgaben und sind eventuell überbeschäftigt. Errichten Sie mehr Müllbotter, damit minimieren Sie Laufwege für Ihre Fuzzies. Nutzen Sie Hex, Müll- und Ungezieferterminator. Hex sind günstig zu bauen und zu kaufen und können schnell Abhilfe schaffen. Hex können Sie in der Fabrik herstellen lassen. Okay. Gut, wir bauen noch ein paar Botter hier. Wir stellen noch hier oben nochmal hin. Da stellen wir noch einen hier in der Mitte. Ich glaube hier so. Dann bauen die wirklich nicht weit laufen, oder? So. Sieht auch eins aus, wo gar nicht so viel Müll mehr ist hier. Denn schon was gesammelt hier? 30%, okay. Also, wie gesagt, das dauert ein bisschen. Wenn die voll sind, dann eiern die los. Feststellen, dass Sie immer noch über keine Koje verfügen. Ja. Sie sollten das unbedingt nachholen. Als für erste Tests ein Mandalorianischer Bandwurm an den Simulator angeschlossen wurde, hat selbst dieser erkannt, dass er so einen Raum errichten lassen muss. Okay, also, das ist richtig. Wir müssen auf jeden Fall so einen Raum bauen. Denn ohne diese Kojen haben wir halt nichts, womit wir die Gästen da, den Gästen noch ein bisschen helfen können. So, wir können was bauen mit einer Tür. Ach, hier gibt es doch richtige Blaupausen, die schon fertig sind.
Gut, dann kann ich die direkt hinstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Theoretisch könnt ihr das auch selber bauen. Ich kann mal zurückgehen. Ich kann zurückgehen. Also wenn man hier rauf geht, man kann auch hier unten gehen auf Freies bauen. Dann kann man selbst die Größe bestimmen und auch bestimmen, was da rein soll. Aber wir nehmen jetzt auch eine Blaupause. Warum nicht? Dann brauchen wir das hier extra selber alles bauen. Stellen es hin. Und lassen das jetzt von den anderen bauen. So, wir brauchen als erstes eine Tür drin. Ohne Tür können die ja nicht reinkommen. Das heißt, ihr kommt aus dem Menü gar nicht raus, wenn ihr keine Tür gebaut habt. Das machen wir mal. Zack, da ist die Tür. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wo die Tür gerade ist. Sehe ich gerade. Oder? Macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn die Tür da oben ist, ne? Wenn die Tür auch hier unten irgendwo hin haben. Hier vielleicht. Ich glaube hier, ne? So. Gut. Und dann bauen wir noch was rein. Zum Beispiel hier einen Müllbot da drin haben. Machen wir erstmal eine Stasiskammer. Brauchen wir gar nicht. Der hat ja schon alles reingetan, ne? Brauchen wir alles gar nicht. Hat er alles schon selber eingebaut. Aber ihr könnt ja sehen, er hat ja hier, jetzt habe ich eine zweite Tür reingebaut. War natürlich dumm von mir, aber egal. Wir haben noch Hydroclean zum Sauber, also können Sie duschen gehen. Wir haben hier was zu essen, was zu trinken. Stasiskammer, ne? Da kann man ein bisschen gut schlafen drin. Und ein Müllbot ist da drin. Perfekt. Was wollen wir mehr? Akzeptieren wir und bestätigen. So, jetzt. Unsere Fuzzys rennen da jetzt hin und bauen den ganzen Kram. Und ich baue jetzt nochmal eine Fuzzy-Ladestation, denn die werden wir auf jeden Fall brauchen, das weiß ich jetzt schon. So, gucken wir mal. Die Fuzzy-Ladestation, die bauen wir auch. Eine kleine. Die können wir direkt hier nebenbauen. Weil die muss gebaut werden, weil die müssen sich ja zwischendurch aufladen. So, wenn das Ding fertig ist, dann kommen auch die ersten Aliens und die werden auch ordentlich Müll produzieren. Also, das ist ordentlich. Auf jeden Fall ein bisschen Müll produzieren. Hoffe ich zumindest. Und. Ich gratuliere Ihnen so. Zu Ihrer Koje, Commander. In allen bisherigen Testszenarien, in den festgelegten Standardprozeduren sowie im Handbuch Sternenbasis für Unterbelichtete wird diese eigentlich als absoluter Basisraum als allererstes errichtet. Ja, Entschuldigung. Ich sehe schon, Konventionen und Traditionen sind nicht so Ihr Ding. Ich werde das vorsichtshalber in Ihrer Personalakte so vermerken. Personalakte? Heißt das so dämlicher Roboter? Na gut. Gut, so was steht da unten noch? Können wir kurz reingucken? Nutzen Sie Hex. Okay, die müssen wir auch haben. Was machen wir dann noch? Kann ich die hier mitbauen? Ich weiß es gar nicht. Mhm, hier können wir so ein bisschen lustige, fancy Sachen bauen. Okay. So, Kommunikationszentrale bauen wir auch. Die können wir eigentlich dann direkt daneben, ist doof, die bauen wir mal hier drüben hin. So, die wollen wir auch haben. So, wie man sieht, sind hier schon einige zugange. Und jetzt können wir auf also R und B drücken und dann können wir genau sehen, was gerade auf der Station abgeht. Das dauert immer ein bisschen. So, ihr könnt sehen, die Karriere, Wartezeit, das nervt die alle so ein bisschen, ne? Und drüben, so ein Schläfchen in der Koje tut gut. Warteschlangen sind echt zum... Hashtag Beine in den Bauch stehen, Hashtag lange Wartezeiten. Echt so. Okay, da sind einige, die finden die Wartezeiten doof. Aber wie kann ich die Wartezeiten denn... Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Oh. Ich sehe, Sie haben es geschafft, eine Kommunikationszentrale zu errichten. Mhm. Ich meine, Sie haben einen simplen Bauauftrag für Ihre Fuzzys erstellt und diese haben die Arbeit erledigt. Sarkasmus-Sprachmodul nicht gefunden. Bravo. Ja, gut. Ja, guck mal, das ist echt eine lange Warteschlange. Wahrscheinlich, weil das Ding auch so klein ist, so ein bisschen. Vielleicht müssen wir noch so ein Ding errichten, damit die noch ein bisschen mehr produzieren. Wie viel Müll ist denn hier zum Beispiel drin? 2%, das ist natürlich nicht so viel. Hier? 30%? 8%. Gut. Wir gucken mal. Ob wir nicht noch so ein Kojan-Ding bauen können. Also, wir bauen es einfach mal auf Feier. So, wir können es jetzt größer bauen, wie wir wollen. Wir können theoretisch hier daneben noch so ein Ding bauen. Aber ich glaube, wir stellen uns einfach hier nochmal hin. Und bauen es so groß, wie wir wollen. So, könnt ihr sehen? Schon eine angenehme Größe hier, oder? Ah, ist zu groß. So, ein bisschen höher. So. Jetzt machen wir eine Tür. Die setzen wir hier hin. Und dann können wir da drinnen ja selbst überlegen, was wir bauen wollen. Also. Wir bauen die auf dem Müllbot auf jeden Fall. Huch. Den stellen wir direkt in die Mitte, damit die auch da ein bisschen Müll sammeln können. Dann haben wir noch die Stasiskammern da. Da bauen wir auch mal.
genau, hier, pass auf. Eine dahin, eine dahin, eine dahin. Laut aktueller Umfragen finden die Besucher Startopia insgesamt ganz akzeptabel. Das ist doch nett von denen. So, duschen tun wir auch, das machen wir hier drüben. Und jetzt geht's um das Eingemachte, die müssen ja auch ein bisschen was zu essen haben. So. Wie kann ich das denn drehen? Kann man nicht drehen? Gut. Ich weiß gar nicht, wie man das dreht. Sie fällt mir gerade auf. Warum kann ich das nicht drehen? Das nervt mich ja ein bisschen. Commander, ich bewundere die hübsche Kommunikationszentrale, die Sie haben errichten lassen. Allerdings wird diese ohne dort arbeitende Bagratorianer nicht genutzt werden. Ja, ich weiß. Insofern rate ich Ihnen dringend, eben diese Alien-Spezies einzustellen. Machen wir sofort. Ich brauche hier noch ein paar Essenssachen hin, so. Gut. Genau, das ist, glaube ich, fertig. Mal bestätigen. So, wie man sieht, ist da ganz viel Energie auch weggegangen. Oben, das macht nichts. So, jetzt müssen wir ein paar Leute einstellen, hast ja recht. Wo ist die Kommandozentrale? Da, nee. Da, so. Okay, heuern wir auch ein paar an. Und zwar... Bagratorianer heißen die, okay. Das hakt gerade, ne? Ich würde gerne was machen, aber es hakt einfach gerade. Das ist so ein bisschen nervig. So, wir müssen gucken, wir nehmen den hier, der ist zufrieden. Den nehmen wir auch, der sieht auch zufrieden aus. Der hat auch einen Job bekommen von uns. Hier, den nehmen wir. So, ich nehme nur die, die zufrieden aussehen. Das war einer ganz glücklich unten. Erreichen, ne? Viel mehr brauchen wir ja nicht. Kommen wir sollen ja eh nur zu viel arbeiten, aber das macht nichts. So. Jetzt haben wir ja eigentlich schon relativ viel befriedigt. Also man sieht ja, die freuen sich ganz gut. Jetzt können wir uns nochmal reingucken, ob die sich auch wirklich freuen oder ob die es nur sagen. Hier gibt es so wenig zu essen, da wird man doch zum Kannibalen. Hunger, ich bin wütend. Okay, sind alle wütend. Okay, die Atmosphäre, die können wir auch verbessern. Da gehen wir hier rein und sagen, wir brauchen... Warte. Atmosphärefilter. Die baut man irgendwo hin. Sieht ihr, man kann das hier sehen. Da, wo es am roten ist, ist es am schlimmsten. Das heißt, wir bauen hier einen hin. Und wir bauen hier oben noch einen hin. Direkt hier neben. Ah, vielleicht hier einfach hin. Sieht jetzt noch nicht so schön aus, gebe ich zu. Aber stimmt mich auch nicht. So. So. Was? Guck mal kurz hier bei den Frauen. Bei dem... Auslöschen. So, Angestellte. Guck mal, Besucher. Was kommen jetzt die Angestellten? Dann Besucher. So, man kann sehen, so schlimm sieht es gar nicht aus bei den Besuchern, muss man sagen. Finde ich jetzt. Doch einige sind recht froh. Ich behaupte mal, dass die Nachrichten alle von vorher sind. Essen, Wut, Atmosphäre. Atmosphäre haben wir gerade geändert. Sollte besser werden. Essen ist super, sagen die. Wartezeit nervt. Das haben wir ja gerade geändert. Also wir hoffen, dass es jetzt besser wird. Ich hoffe auch mal, dass der Müll langsam mal hier... Weil irgendwie wird hier nicht so viel Müll produziert, wie man sieht. Warum eigentlich nicht? Noch genug angeheuert hier, oder nicht? Mal kurz gucken, ob wir hier... Dauert immer so lange hier, bis er das rumswitcht, damit man die Figuren wieder sehen kann. Guck mal da. Doch, die haben wir alle drin. Die sind alle auch sehr zufrieden. Gut, die produzieren zu wenig Müll, kann das sein? Hier sind 19%, 30% hier drinnen, 10%. Also ich kann die auch immer direkt entleeren, wenn ich drauf gehe. Also ich könnte jetzt sagen, hier zum Beispiel, guck mal, das ist 99%. Da schmeißt er auch gerade Müll rein. Jetzt könnte man hier raufgehen und sagen, entleeren. Und dann geht der Müllbot los und bringt das in die Recyclingstation. Und dann können wir erst sozusagen Energie erwirtschaften. Und man sieht ja oben, wir brauchen 4000, also richtig viel. Exzellente Arbeit, Commander. Sie haben die erforderliche Energiemenge erreicht. Zwar mit der Koje und nicht mit der Recyclingstation, aber immerhin etwas.
Ich hoffe, dass Sie realisieren, dass dies natürlich nicht das Testszenario beendet. Es war nur ein netter Hinweis, um Ihnen zu aufzuzeigen, wie ich Ihre Fähigkeiten einschätze. Okay, was steht da? Erschütterte Atmosphärefilter. Atmosphärefilter, alle 6 Sekunden eine Chance von 5% eine Störung auszulösen. Alle 6 Sekunden eine Chance von 10% 5 Einheiten an Müll zu produzieren. Das ist doch gut. Machen wir das lieber. Vermüllende Atmosphärefilter. Interessant, Commander. Ich möchte allerdings später keine Beschwerden hierzu hören. Ach, heul nicht. Wir brauchen ja Müll. Das wird nicht. Guck mal, 70 haben wir erst erwirtschaftet. Also, wir müssen da noch ein bisschen mehr Müll produzieren. Also richtig viel Müll sogar. Unsere Alien-Besuche müssen auch relativ viel machen. So, wir gucken, was wir da drüben an Aufgaben noch bekommen haben. Inspektion konnte nicht durchgeführt werden. Waschraum. Ein intergalaktischer Inspektor hat seine Untersuchung unterlassen, nachdem er keine passenden Räume finden konnte. Ein paar Fanatiker der Terrororganisation Trespies haben ein subatomares Quantenschlupfloch im Schutzschild entdeckt und Müllbomben an Bord gebeamt. Wenn diese explodieren sollten, werden sie Schaden anrichten und Müll in der Gegend verteilen. Seien Sie aber versichert, dass mir nichts passieren kann. Initiiere Bombensubprotokoll Alpha. Okay, was können wir da machen, ist die Frage. Commander, ich möchte Ihnen zum 50. Besucher Ihrer simulierten Station gratulieren. Wäre dies kein Testszenario, sondern die Realität, wäre der Zeitrahmen eher inakzeptabel. Aber immerhin arbeiten Sie ja hier innerhalb einer Simulation mit optimalen Bedingungen. Na, geht so. Der Zeitrahmen ist also völlig inakzeptabel. Sachen Recycling, Bomben. Wie machen wir das denn? Können wir die da reinlegen einfach? Probier's mal. Wählen wir die mal aus. Commander, das Recycling der Müllbomben ist eine hervorragende Idee. Nur 99,3% aller weiteren Kandidaten haben diese Lösung entdeckt. Ich schlage vor, Sie versuchen eine größere Menge dieser Müllbomben zu recyceln, um das Testszenario spannender zu gestalten. Ja, wir müssen ja erstmal hier reingebeamt werden, du Affe. Aber wie geil ist sie da? Sie ist aber auch wirklich, also ganz ehrlich, das war echt ein Bashing hier von ihr da. Da produziert Müll. Geil. Undichte Besucher, was heißt das? Entschuldigung, Commander, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Simulation ein Problem mit einer Alienspezies gibt, wenn Sie sich das kurz anschauen können. Blasenschwache Bukratorianer. Bukratorianer, alle 60 Sekunden eine 5% Chance, Müll zu bezeugen. Hygienebedürfnis wird durch diese Müllerzeugung befriedigt. Alle 60 Sekunden eine 5% Müll zu erzeugen? Okay, das ist eigentlich klar, was wir nehmen, ne? Wen haben wir denn mehr? Ich glaube, von den Bukratorianern hatten wir mehr, ne? Eine interessante Wahl, Commander. Ich rate Ihnen, Bagratorianer-Besucher im Auge zu behalten. Und im Zweifelsfall sollten Sie schon einmal einen Wischmob bereitstellen. Gut. Also wenn wir jetzt eine Bombe, wo können wir noch mehr Bomben bekommen? Ich weiß es nicht. Aber die werden ja wahrscheinlich reingebeamt. Das heißt, wir sollten das Schutzschild nicht reparieren. Wenn wir das überhaupt können. Ich weiß es gar nicht. Okay, hier ist genug. So, wie viel müssen hier noch drin jetzt? 11%. Das ist, reicht auch nicht, ne? 64. 32. Ja. Was habt ihr hier dran produziert? 30%. Das ist nicht so viel, ne? Also wie man sieht, es läuft nicht ganz ruckelfrei, das Spiel. Es passiert natürlich auch viel, aber ich finde, ein paar Optimierungen könnten noch gerne kommen. Gerade so, wenn man von ein paar Menüsachen hin und her wechseln will, ne? Der nervt es schon. Und Müller gesammelt. Commander, angeblich haben Müllfanatiker Bomben auf ihrer Station platziert. Interessant, nicht wahr? Ja, wir legen die Müllbomben mal wieder hier rein. Müllbombenrecycling in Auftrag gegeben. Ja, noch mehr. Okay, da ist noch eine. Haben wir auch. Haben noch mehr Bomben hingelegt? Ich sehe die gerade nicht. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Noch eine Bombe reinlegen. Sie haben bereits die Hälfte der benötigten Müllbomben recycelt. Machen Sie weiter so. Mein Evaluierungsprozessor hat Sie durch diese Leistung schon auf Schnisanu hochgestuft. Ein Faultier mit 8 Hufen, beheimatet auf dem Planeten Fodos 5. Oh Mann, ey. Also sie ist wirklich nicht nett zu mir. Ich mag das nicht. Na, okay. Aber ganz im Ernst, also es ist schon... Da ist schon ordentlich was los hier auf meinem Deck, ne? Guck
Commander, da Sie damit beschäftigt sind, Ihr Müllimperium aufzubauen, dachte ich, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um die Recyclingstation etwas aufzupeppen. Ich habe für Sie die besten Ideen meiner direkt laufenden Subroutine aufgeschrieben. Grüne Recyclingstation. Recycler, keine Luftverschmutzung mehr. Recycler, eine Chance auf Unterfall, dass beim Recyceln keine Energie erzeugt wird. Das ist schlecht. Recyclingintervall plus 100%. Eine Chance auf Unterfall, dass die Menge schlechter Atmosphäre erzeugt. Ja, das macht nichts. Nur das untere. Wahl, Commander. Die experimentellen Hochgeschwindigkeitsturbinen dieser neuen Recycler werden gute Arbeit leisten und mit Sicherheit keine Unfälle verursachen. Zumindest keine substanziellen. Commander, Sie haben bereits ein Drittel Commander, ich wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie mit Ihrer Energie oder Ihrem Prestige in meinem Experimentallabor, von meinem Benennungsalgorithmus auch Wahlshop genannt, äußerst interessante Dinge kaufen können. Sie sollten auf alle Fälle einmal einen Blick darauf werfen. Können wir bestimmt mal machen. Aber jetzt würde ich einmal gerne wissen, ob noch eine Bombe hier reinkommt. Ich sehe jetzt gar keine. So, ich gucke mal unten rechts, was wir da für Aufgaben haben. Markieren Sie den Materie schon mal und drücken Sie A, um das Objekt anzupassen. Das haben wir schon gemacht. Benutzen Sie ja. Okay, halten Sie die A gedrückt, um gleich mehrere Geschehen gleichzeitig. Okay, das haben wir auch schon gemacht, das ist nicht so schwer. Wir sollten, glaube ich, bei der Atmosphäre nochmal was nachbessern. Das machen wir jetzt. Und da jetzt produziert er richtig viel jetzt. Ich setze mal einfach hier noch einen hin. So. Den Müll kann ich aufsammeln. Geben Sie acht, Commander. Müllfanatiker haben Bomben auf die Station geworfen. Wo ist die? Da. Gehen wir direkt ab hier. Recycling einer Müllbombe wird eingeleitet. So, ich glaube, wir müssen relativ viel jetzt recycelt werden. Ich glaube, es fehlt noch eine Bombe, ne? Da haben wir sie irgendwo auch hier reingelegt. Da ist sie. Boah, gerade noch genommen. Ich glaube, die wollte gerade hochgehen. Kann das sein? Warte mal. Commander, Sie haben das Zusatzziel der recycelten Müllbomben erfolgreich abgeschlossen. Super. Ich denke, dafür haben Sie sich eine Belohnung verdient. Spüren Danke. Sie das? Sie spüren gerade einen leichten Mix aus Endorphinen und Cortisol, was etwa dem Gefühl eines feuchten Händedrucks entsprechen dürfte. Ah, super. Commander, den bisherigen Ergebnissen nach zu urteilen, würden Sie, unendliche Zeit vorausgesetzt, das Ziel erreichen. Um dieses Test etwas spannender zu machen, habe ich mir laut ein oder zwei Parameter jetzt zu verändern. Alternative Abfall. Normaler Müll braucht doppelten Platz in der Recyclingstation. Normaler Müll, Chance von 50% beim Recycling 10% Energie zu produzieren. Dimensionswandelnde Deponie. Recyclingstation, alles außer Müll bringt 100% zusätzliche Energie beim Recycling. Recyclingstation, alles außer Müll hat eine Chance von 20% beim Recycling zusätzlichen Müll zu produzieren. Puh. Was machen wir denn da? Alles aus dem Müll bringt 100%. Was ist der erste Abfall? Interessante Wahl, Commander. Ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen werden. Ich auch. Commander, Sie haben jetzt 2/3 der erforderlichen Energie erreicht. Ja, immerhin. Wenn ich Ihre bisherigen Ergebnisse weiter extrapoliere, kann ich meine Subprozessoren problemlos die nächsten paar Millionen Zyklen noch in Standby schalten. Das ist auch geil, irgendwie. So, pass auf, ich schicke die alle jetzt mal los. Vielleicht geht es ein bisschen schneller hin. Okay, bei 10% brauche ich eigentlich nicht losschicken, mache ich trotzdem mal. Weil irgendwie müssen wir ein bisschen schneller an unsere 4000 kommen. Hier könnte ich auch ein bisschen Müll jetzt noch reinwerfen. Haben wir ein bisschen was gesammelt gerade. Ist auch nicht so viel, ne? Aber immerhin ein bisschen. Alter. Richtig viel Müll gerade eingeschmissen, der Typ. Hier auch, hier drin ist alles voll. Was ist denn das für Leute hier?
Eigentlich nicht haben, solche Leute, die ich... Es wurden wieder Müllbomben auf Startopia geschmuggelt. Oh, danke schön. War das die einzigen? Ne, das auch, okay. Mehr sind hier nicht, ne? Ne, okay. Packen wir auch direkt rein. Guck mal, wie viel Müll da jetzt ist. Weil die ganzen Dinger da waren. So sind wir 3326. Das ist natürlich nicht schlecht. 3362 meine ich. So. Okay, es geht gerade nicht. Weiter. Oh, was macht er denn? Produziert da wie so ein Hecht. Okay. So, sollen wir ruhig noch reparieren. Hier ist den kaputt gehen noch. Die Bomben können wir noch nicht reinpacken. Sind gleich, ne? Auch noch nicht. Aber der recycelt ja ganz schön schnell gerade, ne? Also jetzt sind wir ja echt schon... Ich dachte gerade eben 4000 fand ich schon sehr, sehr viel. Also man sieht... Müllbombenrecycling in Auftrag gegeben. Läuft ganz gut damit. Also von der Geschwindigkeit her ist das vollkommen okay. Okay, ich warte noch, bis die Bomben reinbekommen. Da, Müllbombenrecycling in Auftrag gegeben. Hab ich. So, letzte Müllbombe packen wir auch noch da rein. Und dann lassen wir uns. Huch. Dann lassen wir uns von ihr mal wieder niedermachen. Wie langsam und schlecht wir doch waren. Das hier, dieses Szenario, muss ich zugeben, ich habe ja die Tutorials gespielt, geben jetzt nur einen kleinen Teil wieder. Also, es geht noch um viel mehr. Es geht dann noch um nicht nur Müll zu beseitigen, sondern auch neue Attraktionen zu bauen. Es gibt eine Disco oben, wo die tanzen können, wo sie Energie produzieren, die aus Erdischen und all sowas. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch Kampfszenarien. Das ist jetzt die Kampagne. Ich denke mal, müssen wir erstmal auf Vordermann bringen. Und wenn das dann alles klappt, dann kommt man weiter, ne? Aber ich dachte, wir spielen jetzt erstmal das normale Spiel, weil ich fand, die Tutorials waren doch ein bisschen dröge. Sie war zwar auch wieder witzig, die Tante, unser Val, aber macht schon mehr Spaß, wenn man, glaube ich, Kampagne spielt. Also ich fand das ja auf jeden Fall interessanter als das andere, weil... Gratuliere, Commander. Sie haben erfolgreich das Ziel erreicht und die benötigte Energiemenge erwirtschaftet. Yay! Manch einer hat an ihrem Erfolg gezweifelt, während andere eingeworfen haben, dass man in diesem Testszenario gar nicht scheitern kann. Ich habe erwidert, wenn man in diesem Szenario scheitern kann, dann werden sie einen Weg dafür finden. Nichtsdestotrotz haben sie dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen. Gratulation, Commander. Super. Genau, also, das Müllimperium, unser erstes Szenario. Wenn es euch gefallen haben solltet, lasst mir doch einfach mal einen Kommentar da, beziehungsweise auch einen Daumen hoch oder so. Ja, das ganze Spiel wurde mir auch zur Verfügung gestellt von Calypso Media, falls ich es nicht eingangs schon erwähnt habe. Fand ich eigentlich ganz nett und ich muss sagen, es gibt ja nicht viele Spiele in dem Bereich. Also man kann ruhig mal reinschauen. Es müsste noch mal so ein Patch kommen oder so, weil ein paar Sachen stören mich schon. Also gerade, dass es so ein bisschen hakelig ist und ein bisschen dauert, bis man in verschiedene Menüs reinkommt. Da sind ab und zu so kleine Patzer drin, wo man dann so 3, 4, ab und zu mal 5, 6 Sekunden warten muss, was ich finde den Spielfluss echt stört und das irgendwie auch nervig ist. Aber wenn das noch behoben wird, glaube ich, steht ihm nichts im Wege. Und ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Es gibt es auch für Steam natürlich und für die anderen. Das ist jetzt die Switch-Version. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen da. Und ansonsten würde ich sagen, ist es erstmal die erste Folge. Wir schauen mal, wie das Spiel so ankommt bei euch. Und dann machen wir eine Reihe daraus. Also eine zweite Folge kommt definitiv noch. Wir wollen ja sehen, wie es weitergeht mit der Kampagne. Aber ob es eine ganze Reihe wird, kann ich noch nicht versprechen. Okay, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.